Vaughn, weißt du, zu wem der Kopf in dem Glas hier gehört? Oh Mann, das ist meine Kriegslord-Stellvertreterin Vic! Meine beste Bro Ned! Schnapp dir den Kopf! Sie müssen sie VR-mäßig verhört haben. Wir haben das bei Hyperion auch gemacht, wenn einer bei Industriespionage erwischt wurde oder jemand den Brokkolisalat aus dem Pausenraum geklaut hatte und alle Hunger hatten. Vic steckt auf jeden Fall in einer virtuellen Folterkammer. Du musst da rein und sie rausholen. Also, rein. In den Kopf. Irgendwo beim Tor zur HRS müsste eine VR-Konsole sein. Schließ einfach den Kopf an, dann digistructet dich dein Echo direkt ins VR-Konstrukt. Ich würde ja selber reingehen, aber das VR-Zeug macht mich total kirre. Niemand zerlegt meinen Körper in Moleküle. Ich bin mehr so der analoge Typ. Es überrascht mich schon, dass die KDK VR benutzen, aber das Zeug ist ja heute sportbillig. Die Leute erschaffen da drin schließlich ganze Welten und leben dort. Ist aber schon komisch, die meisten besuchen Welten, die vor 7 Jahren gemacht wurden. Keine Munition mehr! Verdammt, dürfte sein! Kämmerlin! Mittelmäßig. Es pulsiert in meinen Adern. Ich bin kampfbereit. Das ist Magie. Ich bereue. Und ich gewinne. Fleischraum wieder zusammen. Ich brauche meine Brunette in einem Stück wieder. Ach, übrigens, beim Hochladen sind bestimmt ihre Kurzzeiterinnerungen draufgegangen. Du wirst sie finden müssen, damit du ihr sagen kannst, wer sie ist, wenn sie aufwacht. Erinnerungsfragment 1. Was geht? Ich? Unser Vollidioten-Chef Vaughn hat endlich was kapiert und mich zur neuen Kriegslord-Stellvertreterin der Sonnenklopper ernannt. Hat sich massig Zeit gelassen, Stellvertreter Hirni zu ersetzen. Als der mit einem Bauchklatscher in einer beschissenen Säuregrube landete. Der wusste, wie man feiert. Vaughn ist schon okay, aber er ist kein Hirni. Ich.
nehme mein Chili-Rezept mit ins Grab. Ich bin verdammt nochmal. Fühlt sich gut an. Das ist mein Moment. Vielleicht hätte ich mehr von denen, die da sind. Erinnerungsfragment 3. Stell dir das mal vor, ich. Ich habe Vaughn das verrückte Alien-Ding gezeigt und er tickt total aus. Meinte, ich soll es verstecken. Wenn ich das den KDK verkaufe, futtert der ganze Clan monatelang Warkit-Kaviar. Und jetzt bin ich bei allen das Arschloch und muss ihnen sagen, dass wir nicht verkaufen. Vollidiot von Chef. Er wollte nicht was Gutes für den Clan. Erinnerungsfragment 4. Los geht's, ich. Dieser Mouthpiece-Trottel will das Alien-Ding und Vaughn verkauft es nicht. Wir sind bestimmt der letzte Clan auf Pandora, der sich noch nicht mit den KDK zusammengetan hat. Die Sonnenklopper brauchen einen neuen Anführer. Du weißt, von wem ich spreche, ich. Von ihm. Hast du alle Erinnerungen? Oh Mann, ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Nick und ich sind sowas von dicke. Wir unterstützen einander. Hol meine beste Brunette aus der Simulation. Dich hol ich mir, Kamerdin! Vic, das ist nicht real. Komm mit mir. Nein, kann nicht weg. Er dreht mir wieder die Arme ab. Oh, das tut so weh. Aber sie wachsen wieder. Ich versteh's nicht. Das war bestimmt schon 50 Mal so. Pfoten weg von meinen Gefangenen. Hierüber, du Ketzer! Kammerdiebe sind Abfall! Keine Bewegung! Gibst du mir gerade eine Minute? Geliebt habe. Ich bin invasiv gesteckt. Das hier ist eine Nummer zu groß für dich, Zuckerschnute. Ja.
getötet. Gewinne. Aber was zur Hölle ist los? Ich kapier's einfach nicht. Du bist an einem unmöglichen Ort, wo die Zeit falsch ist und du nicht sterben kannst. Das ist total abgedreht. Ich dreh durch. Du musst mich hier rausbringen. Ja. Was für ein irrer Albtraum. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Weg! Du lebst! Ich meine, im Prinzip? Er redet mit mir. Hey, Vaughn. Ich weiß, ich bin ein Idiot. Die KDK sind total kaputt. Wir wollten uns anschließen und was machen die? Sie töten und foltern uns. In der Reihenfolge. Ich werde jetzt wohl ziemlich brutal zu dir sein müssen, Weg. Das werden mindestens 100 Entschuldigungsliegestütze. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Wir haben einen neuen Clan. Es leben die Crimson Raiders. Crimson Raiders? Ja, damit kann ich leben. Ey, solange du die Liegestützen machst. Oh, hey. Du hast mein verfluchtes Leben gerettet. Hier, ich hab mir in dieser endlosen digitalen Hölle diese krasse Kanone geschnappt. Sie gehört dir. Das ist peinlich. Oh, komm schon. Ich meine, ich wollte immer mehr Zeit für mich, ja? Das ist perfekt. Ich kann mit meiner Lieblingsperson abhängen. Ich meine, bist du ich oder bin ich du? Ich bin begeistert. Und ich bin im Moment sehr
so viele von uns auf Pandora. Jetzt sind wir alle über die Sterne verteilt. Macht ihr mich keine Sorgen. Ich hab den Bauch voller Skagfleisch und einen warmen Schlafplatz. Was braucht man mehr? Merkwürdige Zeit. Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. Moment, du warst das nicht gemeint. Jeder hat seinen Preis. Du bist also da draußen und rettest das Universum und so, ja? Also das ist ziemlich cool, schätze ich. Mir geht's aber gut. Ich chille nur. Wie schön, dass so viele Bands. Keine Fragen. Kammerjäger, hast du wirklich die Karte? Sie ist in guten Händen, Firehawk. In meinen, um genau zu sein. Einfach nur Lilith. Du hast die Karte? Spitze! Und hast du einen meiner Sonnenklopper gesehen? Und wieso stinkst du so nach Asche und Haut? Dein Clan wurde von Tyrene Calypso ermordet. Ich konnte nichts mehr tun. Scheiße! Ich habe mir nie gesagt, dass ich... Nein. Sonnenklopper weint nicht. Wenn Tyrene Calypso eine Blutfehde will, soll sie sie haben. Blutfehde! Ich wusste, dass die Kinder der Kammer gefährlich sind. Aber es ist schlimmer, als ich dachte. Zumindest hast du die Karte. Ich hätte nicht gedacht, das Ding noch einmal zu sehen. Das ist nicht nur eine Karte. Damit haben wir die anderen Kammern auf Pandora geöffnet. Jede Kammer braucht einen Schlüssel. Werfen wir einen Blick drauf. Ist eine Weile her.